Frank vom Kanal Auto und Shortwave. Das wird eine Frau an dich zu Ehren von deinen 200 Plus Abonnenten. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu dieser Anzahl. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir dein Kanal. Magst immer schöne Wanderungen, wo ich gerne dabei bin. Du hast eine sehr ruhige, angenehme Stimme, der man sehr gerne zuhört. Und hast natürlich denselben Rucksack wie ich. Das ist viel wert. Na, Spaß ohne. Sehe dich wirklich sehr gerne. Hast ja deinen Urlaub auch schon hinter dir und ein paar schöne Touren gemacht dabei, die ich mir natürlich alle angesehen habe, so wie ich alle anderen Videos von deinen Filmen. Alle anderen Videos von deinen Touren. Na? Ach, das ist die Hitze sicher. Aber ja, was wolltest du von uns? Du wolltest von uns wissen, wie wir unsere Touren planen. Ja, das ist sehr abhängig. Wenn ich mit dem Steirermann unterwegs bin, ist derjenige, der plant, der schickt mir dann das File und wir arbeiten mit GPS-Geräten. Ich habe hier das Oregon 550T. Ich glaube, das begleitet mich schon seit 10 Jahren. Leistet immer noch gute Dinge. Sieht zwar schon etwas ramponiert aus. Wurde ja auch beim Geocachen verwendet. Hat sicher schon 2000 Cache mit mir gefunden. Und ja, das Teil habe ich immer dabei in dem Sinn. Das hat auch eine eingebaute Kamera, wo ich zum Beispiel, wenn mir was gefällt, das gleich fotografieren kann und ich die Koordinaten dabei habe bei dem Bild. Ja, aber wie machen wir das Ganze? Wenn ich allein unterwegs bin und ich bleibe hier in meiner Gegend, ist es natürlich einfach. Da kenne ich fast alles und wenn nicht, schaue ich mir das auf Google Maps, Google Earth oder manche verwenden ja das, ich verwende das MapSearch. Das ist der Vorgänger von Garmin Basic. Ja, aber ich habe dann noch etliche Karten von früher, die etwas gekrackt sind. Hast du jetzt nichts gehört, oder? Okay, also etliche Karten, für die man was bezahlen müsste. Ich habe vergessen, habe zum Bezahlen. Aber es ist egal, im letzten Augenblick verwende ich eigentlich immer noch die OpenStreetMap, die freien Karten. Die sind super. Bei uns gibt es hier so eine Nobs-Wanderkarte. Da ist wirklich alles eingezeichnet. Von Stiegen, Stufen, über ja, alles mögliche Wasserstellen. Also wirklich perfekt. Jedes Windrad eingezeichnet. Die sind auch gratis und daher wirklich sehr gut gemacht. Die verwende ich. Schau mir das zu Hause auf dem PC an, auf meiner MapSearch. Erstelle dort den Track und stelle mir dann den Track aufs GPS. Das weißt du, wie das geht. Das ist ja kein Problem. Und kann hier mittels GPS den ganzen nachgehen. Und sollte das GPS mal versagen oder auch die Batterien leer sein, gibt es fürs Handy auch noch was, da habe ich auch was mit. Allerdings ist das nur eine reine Österreich-Karte, aber für Österreich optimal. Da gibt es auch ein paar Karten, die habe ich bezahlt. Und dann gibt es genauso diese freien Karten, diese Obstrip Maps, die kann man hier auch anschauen. Kann hier genauso routen mit dem Ding. Also perfekt. Also ich für meinen Teil mache überhaupt nichts mit einer Karte. In dem Sinn Papier. Ich mache alles elektronisch. Wir leben in einem neuen Zeitalter der Elektronik und da muss das auch funktionieren. So.
in diesem Sinne ist eigentlich alles gesagt, wie wir unsere Routen planen. Wie gesagt, wir spielen uns die Tracks dann auf die GPS-Geräte oder auch eben aufs Handy. Das kann ich mit WLAN drauf spielen, kann den Track genauso auf dem Handy nachgehen. Und ja, habe immer mit dem Handy quasi ein Backup-Gerät, sollte mit einem was passieren. Gut, mein Freund, ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Kanal. Mach so weiter, werde mich weiterhin auf jedes Video von dir freuen und hoffe, du bist mit meiner Antwort ein bisschen zufrieden. Und in diesem Sinne, tschüss, baba.